Willkommen zu diesem Video über Latent Differential Equations. Im letzten Video haben wir über dynamische Systeme geredet und wie wir die Differentialgleichungen, die die dynamischen Systeme bilden, theoretisch aufschreiben können. Jetzt bleibt natürlich die Frage, okay, viele Prozesse lassen sich durch Differentialgleichungen beschreiben, aber wie kommen wir an die Differentialgleichung ran, wenn wir die Daten haben? Damit beschäftigen wir uns in diesem Video. Also, dies hatten wir gesagt, ist so eine allgemeine Differentialgleichung zweiter Ordnung, eine lineare Differentialgleichung, also schön einfach. Die zweite Ableitung hängt linear von der ersten Ableitung und von dem Wert selber ab, über zwei Parameter a und b. Und diese Differentialgleichung, wenn wir die so haben, hat eine bekannte Lösung. Ja, da haben sich die Physiker mit beschäftigt. Die generelle Lösung dafür ist dieser Term hier. Und da kommen komplexe Zahlen drin vor. Das i ist die imaginäre Zahl. Das passt uns nicht in der Psychologie, denn wir haben in der Regel keine komplexen Werte irgendwo. Also gucken wir nur auf den reellen Teil davon. Und der reelle Teil lässt sich beschreiben durch diese Gleichung hier unten. Hier vorne eine Amplitude und dann eine Kosinusschwingung. Und da tauchen jetzt das a und das b auf, das aus der Differentialgleichung. Also, das ist ja die Lösung zu einer vorgegebenen Differentialgleichung mit einem bestimmten a und einem bestimmten b. Und dann taucht hier auch noch das t auf. Das t ist die Zeit. Und wenn wir die Gleichung haben, also wenn wir das a und das b kennen, dann können wir das hier einsetzen an den entsprechenden Stellen, haben wir eine Gleichung in t und die können wir dann zum Beispiel plotten. Dann sieht das so aus wie eine Kosinusschwingung. Also so ein, ja, so eine nette, also ist im Prinzip eine Sinusschwingung, nur versetzt um ein paar Grad. Und die ist dann ein bisschen gedämpft, die wird immer schwächer hier. Das ist dieser Ausdruck hier. Also, der Ausdruck hier vorne, ne, der macht die Amplitude aus, denn der Kosinus, der schwankt immer zwischen minus 1 und 1. Und dies hier ist die maximale Amplitude, die wir dann an den Auslenkungen haben. Ne? Wenn das Kosinus 1 annimmt oder minus 1. Und wir haben hier einen bestimmten Vorfaktor, nimmt die ganze Funktion diesen Vorfaktor bzw. das Negative davon an. Das heißt, dieser Teil bestimmt, wie groß die Sinuskurve ist. An diesem Teil können wir schon ein paar Sachen jetzt noch bestimmen. Also insbesondere die Zeit, die man verstreicht, bis die Amplitude noch halb so groß ist. Das nennt sich die Halbwertszeit. Das ist in vielen physikalischen Prozessen wichtig, aber auch in psychologischen Prozessen. Normalerweise rechnen wir damit, dass die meisten Emotionen und auch Hormonausschüttungen im Körper mit der Zeit abflachen und wieder zu einem Normallevel, Nulllevel zurückgehen. Um das rauszukriegen, wie lange das dauert, bis das nur noch halb so groß ist, gucken wir einmal, wie ist es denn am Anfang. Wenn wir t gleich 0 einsetzen, dann ist es e hoch 0, das ist 1. Und halb so groß ist dann also nur noch ein halb. Also wann ist dieser Faktor nur noch ein halb? Ja, das lösen wir dann auf. Ein halb ist gleich e hoch at durch 2. Jetzt nehmen wir den Logarithmus auf beiden Seiten und dann lösen wir noch nach dem th auf und dann kommen wir hier auf diese Gleichung für die Halbwertszeit. Also, gegeben ein a und ein b in der Differentialgleichung ist dieses hier die Zeit, bis wir nur noch halb so viel von unserer Sinusschwingung übrig haben. Der rechte Teil hier, das ist der Teil, der die Sinusschwingung selbst ausmacht, also das Oszillierende. Und dieser Teil hängt natürlich auch von t ab und hat dann hier einen Faktor. Und hier können wir uns die Frage stellen, für praktische Belange relevant, wie lange dauert es denn, bis ein ganzer Zyklus durchlaufen ist? Also wenn ich an einem Hochpunkt anfange, wie lange dauert es, bis ich wieder an diesem Hochpunkt bin? Nehmen wir das mal T-Cycle, also das T für einen Zyklus. Dann interessiert uns also, welches T wir einsetzen müssen, damit hier insgesamt 2 Pi rauskommt. Denn nach 2 Pi Schritten ist der Kosinus ja wieder einmal ganz rum. Also wann ist T-Cycle? Bei dieser Wurzel 2 Pi. Da haben wir dann wieder eine Gleichung. Das müssen wir nur auflösen, indem wir durch das hier teilen. Und dann kommt diese Gleichung hier hin raus. 2 Pi mal Wurzel 4 durch a Quadrat minus 4b. Kann man relativ schnell in den Taschenrechner eintippen, dann hat man die Zykluszeit und die Halbwertszeit. In der Regel sind wir damit schon ganz gut bedient. Wenn wir noch mehr wissen wollen, dann geben wir das a und das b in die ursprüngliche Gleichung ein und geben uns das als
Graph dann in Excel oder in R aus, um das uns genauer anzugucken. Bleibt natürlich die Frage, wie kommen wir an das A und das B ran? Ne? Und da, also wenn wir die Differentialgleichung selbst haben, klar, da taucht das A und das B drin auf, aber wie kann ich von Daten schätzen, was das A und das B sein kann? Dafür benutzen wir wieder ein Strukturgleichungsmodell, um da ranzukommen. Das ist dann das LD. Erstmal so einen Datensatz an. Das ist hier jetzt ein ganz vanilla LDE-Datensatz. Also hier haben wir diese Sinusschwingung und wir sehen schon, die wird immer schwächer. Das hat eine bestimmte Halbwertszeit, irgendwann wird das sehr klein. Hier hinten ist es immer noch da, nur da übernimmt im Wesentlichen das Rauschen. Hier ist die Sinusschwingung so schwach, dass das Rauschen viel stärker ist. Deshalb sieht das hier hinten einfach wie wildes Rauschen aus. Wir können hier ja schon optisch so ein bisschen die Zykluslänge abschätzen. Das geht hier so von vielleicht ungefähr 5 bis ungefähr 20. Also die Zykluslänge scheint hier ungefähr 15 zu sein. Hier nochmal von 20 bis, naja, ein bisschen mehr als 35 vielleicht, aber so ungefähr. Also 15 bis 17 ist vielleicht die Zykluslänge ungefähr. Und bei der Halbwertszeit können wir mal gucken. Hier haben wir einen Ausschlag von 1. Hier haben wir einen Ausschlag nur noch von 1,5. Hier ist es ungefähr 7,5, ganz grob. Also wir verlieren ziemlich genau innerhalb eines Zyklus auch die Hälfte der Stärke. Das heißt, die Halbwertszeit ist hier auch offenbar 15 bis 17 Zeitschritte. Gleich der Zykluszeit. Okay, interessant. Jetzt könnten wir natürlich anhand dieser optischen Beobachtung das zurückrechnen. Aber es ist vielleicht nicht so präzise. Ne? Wir haben jetzt nur zwei Punkte genommen. Wir wollen jetzt lieber den Wert dazwischen auch mit anwenden. Und der Trick dafür ist ganz simpel. Wir bauen uns ein Modell, mit dem wir so ganz kleine Abschnitte hier betrachten, immer so zum Beispiel 5 Punkte hintereinander. Für diese 5 Punkte bestimmen wir den Wert, die Ableitung und die zweite Ableitung und dann das Verhältnis dazwischen. Dafür benutzt man hier so ein Modell. Das ist jetzt ein bisschen anders aufgezeichnet, als wir das kennen. Da ist aber nicht viel dran. Also ignorieren wir erstmal die blauen Teile und die roten Teile. Okay, wir gucken nur auf diese grünen Knoten hier. Die grünen Knoten sind die latenten Knoten. So, was haben wir da? Da haben wir hier das x, das soll die Auslenkung werden. Das x', das ist die Ableitung. Und x2' ist die zweite Ableitung. Und x2' ist wie bei einer multiplen Regression bestimmt durch x und durch x'. Mit den Parametern Theta und Eta hier. Das ist a und b in unserer Gleichung davor. Ne? A war hier der Abhängigkeit von der ersten Ableitung zur zweiten und b war die von der Auslenkung zur zweiten. Zusätzlich packen wir hier auch noch eine Kovarianz zwischen diesen beiden dran, damit wir eventuelle Zusammenhänge hier auch noch im Modell haben. Das sollte dann im Idealfall natürlich irgendwo in der Nähe von 0 stehen bleiben. Okay. So, und jetzt gucken wir uns mal die Gewichte an, also die Verbindung von den latenten grünen Knoten auf die manifesten blauen Knoten. Also diese Manifesten sind immer ein ganz kleiner Ausschnitt von unserer Kurve. Wir messen also bei LDEs häufig ist man nur eine einzige Person oder sehr wenige Personen. Von denen haben wir dann eine lange Zeitreihe und gucken uns da so kleine Abschnitte der Länge 5 oder einer beliebigen Länge, aber zum Beispiel 5 an. Und jetzt gucken wir mal, wie die zusammenhängen und dann erkennen wir hier, dieses x funktioniert wie ein Intercept im linearen Großkurvenmodell. Sehen Sie das? Hier. Diese Kanten sind alle 1, genau wie beim Intercept im Linear Growth Curve Model. Und tatsächlich das x', das macht ja auch nichts anderes als im Linear Growth Curve Model mit dem Intercept in der Mitte, geht minus 2, minus 1, 0 zu x3, 1 und 2. Steigt also linear an. Sodass das hier die Steigung, der Change ist. Und das ist ja auch genau das, was wir wollten. Wir wollten ja den Hauptwert, also den durchschnittlichen Wert über alle 5 Punkte hier und die Steigung hier. Und nicht überraschend ist dann der letzte eine quadratische Komponente. Der ist jeweils das Gewicht, was wir hier sehen, quadriert und dann noch durch 2 geteilt. Also das quadriert ist dann 4 und durch 2 geteilt ist 2. Hier ist minus 1 quadriert, durch 2 geteilt ist dann 0,5. Die 0 bleibt natürlich 0. Hier haben wir wieder 0,5 und hier haben wir wieder 2, geht so eine Parabelform wieder hoch. Das durch 2 liegt daran, dass die Ableitung von x Quadrat 2x ist. Ne? Und wir wollen diese 2 gerne wieder wegkriegen, deshalb teilen wir hier durch 1,5 an dieser Stelle. Okay,
Die roten Knoten, die würde man in einem modernen Aufschrieb von so einem Pfaddiagramm wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Die sind nur separate Quellen hier für die zusätzliche Varianz von X2' und hier für die Fehler von den Manifesten. Da könnte man auch diesen Doppelpfeil direkt an die Manifesten dran machen und diesen Doppelpfeil hier direkt an das X2'. Das wäre modernere Art, es zu machen. Das ist äquivalent natürlich, ne? Sonst machen diese latenten Knoten hier nichts, außer diesen Beitrag. Okay, wenn wir jetzt einen Zeitabschnitt hier reinschicken, dann werden diese drei Knoten die Werte von der Auslenkung der ersten Ableitung, der zweiten Ableitung annehmen. Und die Parameter, die wir dann schätzen, sind die Regression von diesen beiden auf das x2'. Und wenn wir dann mehrere Zeitabschnitte hier reinsetzen, dann wird diese Schätzung natürlich immer besser über die Zeit, um dann idealerweise irgendwann die Differentialgleichung zu beschreiben, also a und b. Und aus dem a und b können wir dann ja wieder mit der Lösung von den Folien davor des Sinuskurve, also den theoretischen Verlauf, plotten oder auch sowas wie Halbwertszeit und Zykluslänge dann konkret ausrechnen. Ein Trick, wenn man diese 5er Zeitschnitte nimmt, man könnte natürlich, das wäre das erste und absolut logische, was man sich denken würde, man macht erstmal Schritt 1 bis 5 und dann 6 bis 10 und dann 11 bis 15 und so weiter. Ja, ist ganz logisch, also ich zerschneide es in 5er Bereiche und die nehme ich dann untereinander. Hätte ich auch, muss ich jetzt mal ehrlich zugeben, intuitiv das erste Mal, als ich das gesehen habe, so gemacht und wäre damit glücklich gewesen. Stellt sich aber heraus, dass es nicht die trickreichste Art, das zu machen. Die trickreichste Art ist, dass man so ein Sliding Window nimmt. Man beginnt also mit den ersten 5 Punkten und dann schiebt man das einen einzigen Schritt weiter nach rechts, sodass die zweite Zeile von Punkt 2 bis Punkt 6 geht. Das ist jeweils der zweite Index hier. Und die dritte Zeile von Punkt 3 bis Punkt 7 und so weiter. Der erste Eintrag hier, so ist die 1 ist hier überall drin, das ist nur für den Probanden, das ist hier nicht so wichtig. Wir haben hier nur einen Probanden. Und letztlich, wenn wir insgesamt 204 Messpunkte haben, ist die letzte Zeile, die wir haben, 200 bis 204. Die davor wäre dann 199 bis 203 gewesen. Oft macht man es noch so, dass man noch zusätzlich da oben noch ein paar Zeilen anhängt, wo dann sozusagen x0 bis x4 und da x0 nicht bekannt ist, das ist ja der nicht gemessener Zeitpunkt vor der Zeitreihe, lässt man den dann einfach missing. Und unten genauso, sodass hier so ein Missing-Dreieck entsteht und hier unten dann entsprechendes gespiegeltes Dreieck. Warum funktioniert das besser, als wenn wir einfach nur diese Abschnitte von 5 nehmen? Ja, das ist ein bisschen erstaunlich. Wir können uns das aber theoretisch angucken anhand dieses Beispiels hier. Also, hier haben wir eine Sinusschwingung, das ist hier diese schwarze Kurve. Und nehmen wir mal an, unsere Daten sind exakt und wunderschön diese Kurve. Nur an diesem Mittelpunkt ist ein kleiner Messfehler drin. Der Messfehler lässt diesen Punkt ein bisschen höher erscheinen, als er tatsächlich ist. Ja, also die dunkle Kurve sind unsere Daten, außer hier ist durch Messfehler geht es weiter oben weiter und dann geht die Sinuskurve perfekt weiter. Jetzt fragen wir uns, was erzeugt dieser kleine Fehler für eine Verzerrung in unseren Parametern von der geschätzten Sinuskurve, die wir jetzt raus haben. In diesem Fall, wenn wir jetzt hier das erste Ding angucken, die erste Schnitt von 5 Zeitpunkten, würden wir ein bisschen zu große Wellenlänge rauskriegen. Diese gestrichelte Kurve hier. Wir würden versuchen, es ein bisschen anzupassen an den Messfehlern. Dann schieben wir das hier ein bisschen hoch, dies hier lassen wir unten. Und dadurch wird das so eine Sinusschwingung, die ein bisschen zu große Wellenlänge hat. Da würden wir uns also in diese Richtung verschätzen. Wenn wir jetzt das Fenster weiterrutschen und jetzt den Zeitpunkt von hier bis hier, der wäre dann so 2, 3 Zeilen tiefer, ne, hätten, immer noch mit demselben Fehler, dann würde es hier diesmal keine Verschätzung in der Wellenlänge ergeben, sondern nur ein zu hoher Intercept. Wir würden das Ganze so ein bisschen hochschieben. Das heißt, hier hätten wir keinen Bias in den Parametern, der uns interessiert. Wenn wir es jetzt noch ein bisschen weiter schieben, sodass wir diese südlichen Teil der Schwingung hier reinkriegen, dann sehen wir, dass diese Verzerrung, die wir hier haben, jetzt dazu führt, dass die Sinusschwingung etwas zu eng geschätzt wird. Also mit zu kleiner Wellenlänge. Das gleicht sich aber ganz gut aus mit der zu großen Wellenlänge hier drüben. Sodass wir insgesamt, dadurch, dass wir denselben Fehler einmal am Ende und einmal am Anfang unseres Abschnitts von ein paar Zeitpunkten haben,
wir eine weitgehende, nicht perfekte, aber weitgehende Aufhebung des Schätzfehlers haben. Das ist natürlich trickreich. Und dadurch kriegen wir eine präzisere Schätzung hin.